Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gibt es eine provokante These. Ihr müsst schwächer werden, um stärker zu werden. Was dahinter steckt, werde ich euch jetzt erzählen. Und damit ist auch ein No-Go verbunden. Sorgt dafür, dass das niemals passiert. Und wenn ja, dann müsst ihr euch ärgern und dann habt ihr etwas falsch gemacht und habt unter Umständen die Möglichkeit verpasst, einen optimalen Reiz zu setzen. Training gibt keine Eins mehr. Und schnell gesagt, das ist der Fall, wenn ihr in einem Satz, der auf einem anderen folgt, zweiten, dritten, was auch immer, später im Training ist, genauso viele Wiederholungen macht wie in dem Satz davor. Selbst wenn ihr nur auf eine Wiederholung rankommt, also eine Wiederholung weniger gemacht habt, dann stimmt etwas nicht. Und was da nicht stimmt und was ihr dagegen machen könnt, dazu kommen wir jetzt. Aber erst einmal, warum ist das so? Wenn ihr ein normales Training macht, also nicht das umgekehrte Pyramidentraining, was ich jedem empfehle, schaut mal vorbei, so solltet ihr trainieren. Aber da müsst ihr bedenken, dann macht ihr natürlich das Gewicht ab und deswegen kann man das jetzt als Beispiel nicht mit einbeziehen. Es wäre zumindest nicht so veranschaulichend, aber auch da passiert das natürlich. Das heißt, ganz natürlich muss es so sein, sobald ihr mit dem Gewichtstraining anfangt, mit dem Widerstandstraining anfangt, dass ihr einen Negativverlauf habt, was eure Energie angeht, euren Fokus angeht und natürlich eure Kraftreserven angeht. Das ist überall im Sport so. Es kann nicht passieren, dass wenn ihr anfangt, Basketball zu spielen oder Fußball, eine Viertelstunde später mehr Kondition habt, mehr Energie habt und mehr Kraft habt. Das ist schlichtweg unmöglich, denn ihr verbraucht das ganze Jahr. Ihr werdet es nicht aufbauen. Das ist genau das gleiche wieder, meine Lieblingsanalogie, wenn ihr losfahrt mit einem Wagen. Werdet ihr nicht eine Viertelstunde später mehr Benzin haben? Das ist unmöglich, das ist physikalisch einfach nicht drin. Und genauso müsst ihr das beim Training sehen. Es ist einfach nicht möglich, dass ihr danach stärker seid im Lauf des Trainings. Natürlich. Halben Tag später, einen Tag später, wenn ihr euch ausgeruht habt, wenn ihr an der Tankstelle wart, dann klar, dann habt ihr wieder mehr Benzin, aber nicht auf der gleichen Fahrt. Und genau das müssen wir hier bedenken, denn das ist auch ein Leitprinzip. Wenn wir zu einem gewissen Punkt kommen wollen, wo wir extra unsere Batterien leeren, so wie es damals war, wenn man die Batterie leeren musste, damit man sie mal wieder voll aufladen kann. Das sorgt dafür, dass die Batterie gut gepflegt wird. Und Ähnliches wollen wir hier erreichen. Wir wollen die Batterien einmal leer machen, denn wenn sie leer ist, haben wir einen Reiz gesetzt und der Körper merkt, Mist, beim nächsten Mal brauche ich ein bisschen mehr, brauche ich mehr Energie, brauche ich mehr Kraft, was auch immer es ist, und dann könnt ihr mehr auffüllen. Aber wenn ihr die nur halb verbraucht, nicht unbedingt. Der Körper denkt sich, ich kam doch aus, mehr brauche ich nicht, was soll's, ich gehe jetzt wieder tanken und alles läuft. Und deswegen muss ich mich immer wieder wundern, wenn es Leute gibt, die ganz normal trainieren. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, also nicht die umgekehrte Pyramide, sondern normales Pyramidentraining. Was ist das? Das normalste Training der Welt, das ihr kennt. Ihr nehmt ein bestimmtes Gewicht, nehmen wir mal wieder das Beispiel Bankdrücken, macht eure 100 Kilo da drauf und dann macht ihr den ersten Working Set. Also nicht einen Satz zum Aufwärmen, sondern den ersten echten Arbeitssatz. Und dann macht ihr so viel Wiederholung ihr könnt. Das ist eine Voraussetzung. Lasst ihr Reps in Reserve, wie man es so schön nennt, dann trifft das nicht zu. Dann passt das hier nicht zu unserem Beispiel. Und das ist auch schon eine Art, weshalb ich auch absolut kein Freund davon bin. Das funktioniert einfach nicht optimal und ihr lasst einfach Reize auf der Strecke. Brauchen wir nicht. Ein Satz, bei dem wir nicht bis zum Ende gehen, den brauchen wir schlichtweg nicht. Das ist ein Aufwärmsatz. Nur bis zum Ende gehen. Und wenn ihr dann bis zum Muskelversagen gegangen seid und schafft 10 Wiederholungen, dann dürft ihr beim nächsten Mal nur 8 schaffen. Wer im nächsten Satz nochmal 10 schafft, der hat was falsch gemacht. Und hier und da ist mir das schon mal passiert im Leben. Und sofort fing ich an zu überlegen, was war das? Warum? Meistens kommt man zu folgenden Ergebnissen. Die Pause war viel zu lang. Ihr habt vielleicht euch verquatscht, noch ein bisschen auf Instagram und TikTok rumgewälzt und auf einmal hattet ihr eine 7 oder 9 Minuten Pause. Ja, auch das könntet ihr nicht ewig durchziehen. Macht ihr dann nochmal 10 Wiederholungen, gerade so, vielleicht waren die etwas weniger sauber. Vielleicht habt ihr die 10. gerade so geschafft und davor ein bisschen besser. Ihr würdet dann nicht 9 Minuten später wieder 10 und 9 Minuten später wieder 10 machen und das den ganzen Tag lang. Nein, da gäbe es auch einen Verbrauch, aber der wäre wesentlich langsamer. Die Muskulatur hat sich gut erholt in der Zeit. Also zu lange Pausenzeiten wären das. Das heißt, ihr wisst automatisch, Mist, beim nächsten Mal muss ich die ein wenig verkürzen.
Denn optimal, und das nehme ich jetzt mal vorweg, ist es eigentlich, wenn man dann immer 2 Wiederholungen weniger nur noch schafft. Das heißt, beim nächsten Mal gebt ihr wieder alles, 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 alles. Ihr könntet nicht eine Wiederholung mehr machen. Und dann schafft ihr nur 8. Es geht gar nicht mehr. 10 erst, dann 8, danach 6. Das ist ein normaler Abwärtsverlauf. Schafft ihr 9, nachdem ihr 10 geschafft habt, ist es vielleicht noch zu optimieren. Aber schafft ihr auch nur noch 5 oder 6, dann habt ihr eine sehr schlechte Muskelausdauer oder ihr habt die Grenze überwunden und der Muskel ist bereits vom Training so erschöpft. Hatte ich auch ein paar Mal. Da habe ich den Bizeps so arg trainiert, dass irgendwann in der 3. Übung ich gemerkt habe, dass es stark nach unten abfällt. Er kann einfach nicht mehr. Nun ja, diese Grenze kann man passieren, aber es ist auch keine schlechte Grenze. Dann, abgesehen von den zu langen Pausenzeiten, kann es auch sein, dass ihr im ersten Satz einfach nicht bis zum Ende gegangen seid. Wart ihr noch nicht bereit? War der Fokus noch nicht stark genug? Wart ihr noch nicht gut genug aufgewärmt? Das kann auch sein. Verbessert euer Aufwärmtraining. Konzentriert euch. Ihr müsst vielleicht ein bisschen mehr, wenn ihr euch nicht gut konzentrieren könnt in den ersten Sätzen, braucht ihr vielleicht eine bessere Pre-Nutrition, also einen besseren Pre-Workout, damit ihr von Anfang an mit Fokus dabei seid. Aber wenn ihr da alles richtig gemacht habt, geht es von da an nur noch bergab. Und das ist gut, das wollen wir. Ist das nicht der Fall, wie gesagt, dann ärgere ich mich zu Tode und ich halte schon fast das ganze Training für versaut. Und dann müsste es von Übung zu Übung immer weiter abwärts gehen. Jetzt kommen wir mal wieder zur umgekehrten Pyramide. Da könnt ihr es natürlich nicht in Zahlen bemessen, denn ihr fangt jetzt mit 6 Wiederholungen an, wollt danach 8, danach 10 machen. Aber ihr müsst eben verhältnismäßig so viel Gewicht abnehmen, dass ihr dann die 8 irgendwie schafft. Heißt, auch da, ihr hättet normalerweise mit etwas mehr Gewicht als nächstes die 8 geschafft. Aber weil ihr jetzt schon so erschöpft seid von den 6 Wiederholungen, nun ja, und so weiter. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber ihr wisst, was ich meine. Auch da werdet ihr tendenziell schwächer. Und darauf solltet ihr achten. Das ist ein Indikator für ein gutes, richtiges und hartes Training. Ihr müsst schwächer werden. Und wenn ihr das kontinuierlich einhaltet und es gar nicht anders geht, dann habt ihr ein gutes Training hinter euch und dann werdet ihr wachsen, stärker werden und eure Erfolge haben. Deswegen achtet darauf. Werdet ihr nicht schwächer, stimmt irgendetwas nicht. Und dafür ist auch ganz gut, das Ganze zu tracken und nicht einfach immer nur ohne zu zählen drauf loszumachen, weil dann kann man natürlich so gut sein Training nicht unter Kontrolle haben. Nun gut, was fällt euch dazu ein? Schreibt es in die Kommentare, lasst mir ein Like da, wenn euch solche Videos gefallen und schaut euch mal die anderen Videos auf dem Kanal an, wenn ihr keins mehr verpassen wollt. Ihr wisst schon, was ihr tut, auf den Button da unten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.